zwei entscheidende Teile der Definition von Pandemie, die wurden einfach gestrichen, nämlich, dass es besonders viel schwere Verläufe gibt und dass es oder besonders viele Todesfälle dadurch auftreten. Beides war nicht mehr notwendig und dass die Schweinegrippe viele betroffen hat, in dem Sinn, dass sie sich angesteckt haben, das ist ja gar nicht zu bestreiten. Bloß der Verlauf ist ja ganz offensichtlich in den meisten Fällen nicht so schwer. Und so gesehen wäre nach der alten Pandemie-Definition das einfach gar keine Pandemie gewesen. Die WHO wurde richtig aktiv. Seit Ausbruch der Schweinegrippe im April 2009 gab es bis heute 12 Sitzungsberichte, 18 Erklärungen und Reden, 20 Pressemitteilungen, 35 Pressegespräche und 83 Lageberichte. Insgesamt 168 Veröffentlichungen in 39 Wochen. Bis heute rechtfertigt die WHO ihre Pandemiewarnung. Schließlich habe eine Expertengruppe so entschieden. An der Spitze Professor David Salisbury. David Salisbury ist der Leiter des Impfinstitutes des englischen Gesundheitssystems. Er ist bekannt dafür, dass er die Impfstoffhersteller verteidigt gegen Fragen von Risiken bei Impfstoffen. Hat er sich immer als Unterstützung der Impfstoffhersteller profiliert. Auch mit dabei Professor Juhani Eskola. Er ist stellvertretender Direktor am finnischen Gesundheitsinstitut. Bei der WHO hat er nur ein kleines Beratungshonorar der Pharmafirma Novartis angegeben. Sein Institut aber hat noch viel mehr bekommen. Unter Eskola ist das Institut kommerzieller geworden. Besonders seine Impfabteilung hat viel für die pharmazeutische Industrie geforscht. Unter seiner Leitung erhielt sie letztes Jahr allein von GlaxoSmithKline 6 Millionen Euro. Ebenfalls Berater der WHO, Professor Ab Osterhaus. Virologe an der Universität Rotterdam und Mitglied in einer Stiftung gegen Infektionskrankheiten, gesponsert von der Pharmaindustrie. Außerdem leitet Osterhaus eine Arbeitsgruppe gegen die Grippe. Die Sponsoren ausgerechnet wieder die Hersteller von Grippeimpfstoffen, zum Beispiel Baxter, Novartis und GlaxoSmithKline. Er ist völlig abhängig und es ist ein geschäftsmäßigen Verhältnis hat er. Also im Geschäft, dann ist man ja freundlich gegeneinander, man hilft einem anderen ein bisschen und man kann also keine Sachen machen, die unfreundlich sind für die Gegenpartei. Zu Interviews waren die WHO-Berater Eskola und Osterhaus nicht bereit. Recherchen belegen, Osterhaus Arbeitsgruppe, von der Pharmaindustrie finanziert, ist Partner der WHO. Wenn die Industrie die Berater der WHO finanziert, und zwar so massiv, dass sie willige Handlanger werden, dann ist das eine Investition des Geldes in die Tätigkeit der WHO. Dieses ist der Mechanismus, mit dem die Korruption arbeitet. Das gehe zu Lasten der Glaubwürdigkeit. Hier sehen Kritiker eine große Gefahr. Dieser Pandemiealarm war eine Katastrophe. Verheerend ist zum einen das vergeudete Geld. Zum anderen aber ist da das nun schwer erschütterte Vertrauen in die Gesundheitsbehörden und in den Sinn von Impfungen.